Im nächsten Teil, wo wir uns näher an SQL heranrobben werden oder arbeiten wollen, geht es um Anfragekalkül. Das ist jetzt eine andere Art, über Anfragen nachzudenken. Bis jetzt haben wir über Anfragen in einer gewissen Art prozedural nachgedacht. Wir hatten so eine Art Datenstruktur, also die Tabellen, die Relationen waren so die Datenstruktur, versehen mit Operationen, also Dinge, die ich mit denen machen kann. Also ich habe so einen Datentyp, das war die Relation, und zur Datenstruktur wird es, wenn ich dann noch Operatoren angegeben habe, das ist aber so eine prozedurale Denke, die einem als Informatikstudent oder wenn man irgendwas mit Informatik macht, irgendwie recht nahe liegt, weil die meisten Programmiersprachen eher irgendwie so aufgebaut sind, dass man so eine Art prozedurales Denken hat. Wenn man sich in Richtung SQL bewegen will, ist das aber gar nicht das, was man möchte. Wenn Sie sich ganz am Anfang erinnern, hat man ja gesagt, eine Anfragesprache sollte eher deklarativ sein. Also ich will eigentlich nur sagen, was ich im Ergebnis haben möchte und nicht, wie das berechnet wird. In der relationalen Algebra habe ich aber häufig eigentlich schon gesagt, wie es berechnet werden soll. Also ich habe sowas gesagt wie Selektion auf einer Relation, und zwar die Attribute oder so. Und ich habe gesagt, vielleicht muss ich Relationen verknüpfen mit einem Join oder so. Da ist schon relativ klar, wie das passieren soll. Also, dass da irgendwie eine Art Operation dahinter steckt. Jetzt werden wir dazu übergehen und sagen, eigentlich wollen wir gar nicht in so einer Algebra-Denk festsitzen, weil wir da prozedural beschreiben, was wir eigentlich wollen. Mir ist ja egal, wie das ausgerechnet wird. Wir wollen eher beschreiben, was die Ergebnismenge sein soll, und zwar deklarativ. Und das nennen wir dann Kalkül. Also die Sprache, über die wir jetzt nachdenken, ist eher logikbasiert, nicht so sehr prozedural angedacht. Und insbesondere sage ich jetzt gar nicht mehr, wie irgendwas auszuwerten ist. Bei diesem Join oder so, da habe ich ja irgendwie gesagt, jedes mit jedem, wenn das irgendwie gleich ist oder so, das machen wir jetzt hier gar nicht mehr. Es gibt zwei Kalküle, von denen wir uns nur eins anschauen. Die ist Domänenkalkül, lassen wir weg, Folien dazu, falls Sie sich das anschauen wollen, gibt es aber auch. Das relationale Tupelkalkül ist das, was SQL sehr nahe kommt. Also wenn wir dann später zum nächsten Kapitel der Vorlesung zu SQL übergehen, wenn wir sehen, dass viele Sachen, die wir jetzt im Tupelkalkül logisch aufschreiben, im SQL eine sehr, sehr einfache Entsprechung finden. Aber wenn man SQL wirklich gut verstehen will und nicht einfach nur irgendwie so ein bisschen, ich sage jetzt mal so API-Benutzung oder sowas lernen will, dann ist es wichtig, dass wir uns vorher nochmal das Tupelkalkül, das Relationale anschauen. Allgemein, was ist so ein Kalkül? Das hat irgendwie was mit Formeln zu tun. Wenn Sie schon mal so einen kleinen Logikexkurs in irgendeiner Vorlesung hatten, dann wird Ihnen das jetzt alles sehr bekannt vorkommen. Es gibt Formeln, die werden im Anfragekalkül so aussehen, dass ich sage, irgendwie möchte ich ein Tupel T in einer Mitarbeiterrelation haben. Das könnte ich kurz so aufschreiben, Mitarbeiter T oder sowas Alternatives wie T soll ein Tupel aus Mitarbeiter sein, wenn Mitarbeiter ein Relationenname ist. Oder ich könnte eine Formel aufschreiben, die erinnert jetzt schon wieder ein bisschen mehr an was Boolsches, mit einer Negation. Ich will sagen, das Tupel Smith 1234, Weimar 33345, was auch immer das sein soll, soll nicht in Mitarbeiter sein. Oder ich könnte sowas aufschreiben mit einem Quantor, also eher so prädikatenlogisch, und sagen, es gibt ein T, das ist in der Mitarbeiterrelation, und die Abteilungsnummer in T soll 5 sein. Das sind Beispiele erstmal für Formeln. Also wenn man Kalkül schreiben, im Kalkül denken, schreiben wir Formeln auf. Also das erste soll bedeuten, Tupel ist Element der Relation Mitarbeiter. Das zweite, das Tupel, ein konkretes, ist nicht Element der Relation Mitarbeiter. Und das dritte, es gibt irgendwie ein Tupel, ein Mitarbeiter, für das irgendwas gilt. Und das Ganze macht nur Sinn, wenn ich irgendwie eine Datenbank, einen konkreten Datenbankzustand zugrunde lege. Hier habe ich eine sehr kleine Datenbank, 3 Tupel, das ist nur die Mitarbeiterrelation. Wenn Sie da kurz drauf gucken, werden Sie mit manchen Sachen sofort irgendwie was verbinden, so rein intuitiv. Mit der ersten Formel irgendwie, naja, Tupel T ist Element der Relation Mitarbeiter, und es gibt offenbar 3, die das sind. Beim zweiten, wenn Sie genau hinschauen, Smith 1234, Weimar 3345, das ist gerade das erste Tupel. Jetzt steht hier sowas wie, das soll nicht in Mitarbeiter sein, da würden Sie sofort irgendwie die Interpretation falsch mit verbinden wahrscheinlich, weil es steht ja drin. In der Formel hier steht aber, es soll nicht drinstehen. Oder sowas wie, es gibt ein Tupel, was im Mitarbeiter drinsteht, also in der Relation, die ich hier habe, wo die Abteilungsnummer 5 ist, naja, gibt es offenbar 2. Also so diese Interpretation, das wird genau das sein, worauf wir auch hinaus wollen, dass es hier so ähnlich ist wie bei der Prädikatenlogik, dass ich irgendwie aus kleinen Bestandteilen größere Formeln zusammenbaue und die Formeln dann interpretiere. Also frage, wann sind die denn wahr? Und Anfragen möchte ich dann am Ende, so schon mal als Ausblick, so formulieren, dass ich einfach
eine Formel angebe und sage, in dem Ergebnis sollen all die Tupel stehen, die diese Formel erfüllen. Also ich schreibe jetzt die Anfrage nicht mehr so auf wie in der relationalen Algebra, dass ich sage, welche Operation ich durchführe, sondern ich schreibe jetzt meine Anforderung an die Tupel als logische Formel auf. In der Kalkülsprache verwenden wir Relationen und Attribute als Namen, also das, was es in der Datenbank hier gerade konkret gibt. Sieht man hier unten, sowas wie Mitarbeiter gibt es als Bezeichner von der ganzen Relation oder sowas wie Abteilungsnummer gibt es als Bezeichner von einem Attribut. Das, was ich hinschreiben kann in der Kalkülsprache, sind Sätze, also irgendwie Formeln. Wir nennen die Sätze Formeln, also das, was ich mit der Sprache ausdrücken kann als Satz, das werden wir Formeln nennen. Und die Grundbestandteile von so einem Satz sind nicht Wörter, sondern wir sagen Atome. Und wenn ich dann Formeln habe, für die ich die Wahrheit oder Unwahrheit feststellen kann, dann sage ich, das sind Aussagen. Wenn ich die Wahrheit oder Unwahrheit nicht feststellen kann, dann sind es nur Aussageformen. All das erinnert Sie hoffentlich so ein bisschen an so einen Logikteil aus anderen Vorlesungen, den Sie schon mal gehört haben. Also hier sind wir sehr nah dran. Das ist also eine logische Herangehensweise an die Frage, wie man Anfragen formuliert gegen Datenbanken, die relational sind. Wie sind so Formeln aufgebaut? Müssen wir uns also so ein bisschen über die Syntax oder Grammatik der Sprache unterhalten, die Grammatik des Anfragekalküls. Na, hier haben wir Beispiele für Aussagen, Aussageformen und Atome. Das erste ist eine Aussageform oder Atom. Also das wird so ein kleinster Bestandteil sein, den ich benutzen können muss. Warum ist es keine Aussage? Na, weil ich dem noch keinen Wahrheitswert zuordnen kann. Da steht einfach nur Tupel T Mitarbeiter aus Mitarbeiter. Ja, da kann ich noch nicht sagen, ob das wahr oder falsch ist. Also eine Aussageform, noch keine Aussage. Das zweite ist eine Aussage und nicht mehr atomar, spätestens weil ich hier eine Negation davor geschrieben habe. Und offensichtlich ist die falsch für diesen konkreten Datenbankzustand, den wir hier unten sehen. Weil Smith ja tatsächlich ein Tupel ist in der Mitarbeiterrelation. Und das letzte, also es gibt einen Tupel in Mitarbeiter mit der Abteilungsnummer 5. Ist auch keine atomare Formel. Ich habe hier atomare Bestandteile zusammengesetzt durch logische Operatoren und auch ein Quantor davor. Aber offenbar ist es eine Aussage, die wahr ist, weil es zwei gibt, die Abteilungsnummer 5 haben. Also insbesondere gibt es dann eins, entweder das Smith-Tupel oder das Bong-Tupel. Das ist der Syntaxteil 1, also irgendwie kann ich aus Atomen größere Sachen zusammensetzen und wenn ich dann die Wahrheit oder Unwahrheit feststellen kann, dann nenne ich das Ganze schon Aussagen, nicht mehr nur Aussageform. Wenn wir das Ganze ein bisschen formalisieren wollen, also wir haben eine Menge von Atomen aus dem Anfragekalkül, das nennen wir Sigma, also quasi so, das sind die Grundbestandteile, wie bei vielen Sprachdefinitionen. Dann weiß ich, dass folgende Sachen Ausdrücke in diesem Kalkül oder Formeln in diesem Kalkül sind. Na, jedes Atom ist eine Formel. Und wenn ich zwei Formeln habe, Alpha und Beta, dann kann ich die auch zusammensetzen, indem ich um Alpha Klammern drum mache beispielsweise, vor Alpha eine Negation schreibe oder Alpha und Beta mit einem logischen Und, mit einem logischen oder mit einer logischen Implikation verknüpfe. Wenn ich weiß, dass Alpha und Beta Formeln sind, dann sind auch diese Sachen hier Formeln. Ich habe zusammengesetzt, noch nicht komplex. Wenn wir uns das hier interpretationsmäßig anschauen und fragen, wie ist denn der Wahrheitswert von Formeln, dann frage ich hier die Interpretation bezogen auf diese Datenbank, die hier unten steht, von dieser Formel Alpha, die lautet nicht Mitarbeiter, Smith und so weiter, die ist falsch, weil hier unten finde ich ja eine Instanz, einen Eintrag in der Relation Mitarbeiter, ein Tupel, was genau dieses Tupel ist, von dem ich hier behauptet habe, es wäre nicht ein Mitarbeiter. Das ist also ein Mitarbeiter, deswegen logisch falsch. Und wenn ich mir diese Formel Alpha hier unten anschaue, dann habe ich hier ein Atom, hier habe ich ein Atom mit einem Existenzquantor davor. Also ich suche ein Tupel, was in der Mitarbeiterrelation liegt. Dafür habe ich drei Möglichkeiten. Entweder nehme ich das Smith-Tupel, das Wong-Tupel oder das Zelaya-Tupel. Und ich frage immer, ist die Abteilungsnummer 5 in dem Tupel? Dann stelle ich fest, für Smith ist es 5, für Wong ist es 5, für Zelaya ist es nicht 5, aber Smith und Wong alleine, eins von beiden reicht schon, um zu sagen, die Interpretation, gibt es ein Tupel, was die Abteilungsnummer 5 hat, den Mitarbeiter, die ist wahr. Also genauso, wie man es aus der Prädikatenlogik beim Interpretieren gewohnt ist, ist es hier auch. Also ich schaue mir den Datenbankzustand an, muss nicht immer nur eine Relation sein, können P viele Relationen sein. Ich schaue mir den aktuellen Datenbankzustand an und frage, was für einen Wahrheitswert habe ich denn in dem aktuellen Datenbankzustand für meine konkreten Atome? Also
Gibt Mitarbeitertupel? Ja. Gibt es das Tupel auch so, dass die Abteilungsnummer 5 ist? Ja. Beide also mit wahr und dazwischen insgesamt wird es wahr. Also für den konkreten Datenbankzustand muss ich fragen, wie wären denn die Atome mit Wahrheitswerten belegt, und dann weiß ich, wie ich mit den logischen Operatoren weiter aus diesen Belegungen für die Atome eine Interpretation für die gesamte Formel hinkriege. Rekursiv, bis ich irgendwann oben bin, also indem ich diese logischen Operatoren genauso anwende, genauso auswerte, interpretiere, wie wir es gewohnt sind. Also das Und wird wahr, wenn beide Teile wahr sind, das Oder wird wahr, wenn eins von beiden wahr ist. Und das hier als abkürzende Schreibweise für Nicht-Oder. Also nicht das eine oder das andere. Atome sind die einfachsten Formeln. Wenn ich eine Formel einen Wahrheitswert zuordnen kann, dann sage ich, es ist eine Aussage. Wenn ich das noch nicht kann, sage ich, es ist eine Aussageform. Beispielsweise, falls es noch so freie Variablen oder sowas gibt. Im Kalkül selbst ist die Feststellung des Wahrheitswerts immer an den Datenbankzustand gebunden, an den konkreten aktuellen Zustand. Deswegen war auch unten immer diese kleine Dreiertabelle dann abgebildet. Und wenn ich so ein Atom also auswerten will, dann frage ich, ob ein bestimmtes Wertetupel mit bestimmten Werten im Datenbankzustand existiert. Also ob ich es belegen kann, instanziieren kann. In einer komplexen Formel, da leite ich dann den Wahrheitswert so ab, wie wir es bei der Prädikatenlogik gewohnt sind, indem ich diese Verknüpfung so benutze, also Negation und oder und diese Implikation so benutze, wie wir es eigentlich gewohnt waren. Die Interpretationsfunktion nenne ich auch groß I, so wie wir es wahrscheinlich auch bei Ihnen in der Prädikatenlogik-Vorlesung mal gesehen haben. Und mit den Formeln kann ich dann also Bedingungen nachbilden, die so Datenbankanfragen darstellen sollen. Also ich möchte die Datenbankanfrage jetzt nicht prozedural mit Algebra mehr beschreiben, sondern ich möchte sie als Kalkülformel, als relationales Anfragekalkül, als Formel im relationalen Anfragekalkül aufschreiben können. Jetzt hatte ich eben schon freie Variablen gesagt. Was war das gleich wieder? Freie und gebundene Variablen. Also angenommen, wir haben eine Formel Alpha. Wir wissen, die muss irgendwie aus Atomen immer weiter zusammengesetzt worden sein. Und in Alpha gibt es eine Variable X irgendwo an irgendeiner Stelle. Können auch mehrere sein. Dann sage ich, wenn das Alpha ein Atom ist, dann ist X in Alpha frei. Also ich kann es noch instanziieren. Wenn das Vorkommen von X in Alpha in Klammern oder nicht Alpha, Alpha und Beta, Alpha oder Beta, Alpha impliziert Beta, frei ist oder gebunden ist, dann ist es dann auch in dieser Verknüpfung frei oder gebunden. Also wenn es in Alpha frei ist, dann ist es auch in Alpha in Klammern frei. Wenn es in Alpha frei ist, dann ist es auch in Alpha oder Beta frei. Wenn es in Alpha gebunden ist, dann ist es auch in Alpha oder Beta gebunden. Also das Drumherumschreiben von Klammern oder Negationen oder eine Verknüpfung, eine logische, dazwischen zu schreiben, ändert frei oder gebunden als Zustand nicht. Wenn ich eine freie Variable in Alpha habe, dann wird die durch so ein Quantor gebunden. Also entweder durch so ein Existenzquantor, es existiert ein X, so das Alpha, oder für alle X gilt Alpha. Dann ist Alpha plötzlich mit einem Quantor versehen und das X, was in Alpha noch frei war, ist jetzt gebunden. Also durch so ein Quantor kann ich eine freie Variable binden. Und als letztes, es darf in der Formel keine Variable frei und gebunden vorkommen. Also immer nur frei oder gebunden. Beides zusammen geht nicht. Gucken wir uns den zweiten Teil an, wie können wir diese mit diesen Quantoren arbeiten, also Syntax. Wenn ich eine Formel habe, eine Formel Alpha, dann kann ich da Quantoren davor schreiben. Also es existiert ein x, so das Alpha, oder für alle x, so das Alpha, wobei das x sinnvollerweise eine Variable ist, die in dem Alpha vorkommt, ansonsten macht der Quantor wenig Sinn. Also Quantoren kann ich für Variablen, die in Alpha vorkommen, davor schreiben. Was bedeutet das Ganze dann? Na, die Formel, es existiert ein X, so das Alpha, die ist dann wahr, falls es tatsächlich eine Instanzierung, mindestens eine gibt, von X, so dass das Alpha zu wahr interpretiert werden muss oder zu wahr ausgewertet wird. Und für diesen Allquantor logischerweise, also für alle X Alpha, ist dann wahr, falls es für jede denkbare Instanzierung von X, die ich im konkreten Datenbankzustand dann später, wenn wir über Relationen sprechen, finden kann, für jeden denkbaren Zustand tatsächlich so ist, dass Alpha wahr ist. Die Menge der möglichen Instanzierungen, die nenne ich Universum. Ein paar Bemerkungen dazu. Also
Formel mit freien Variablen ist also eine Aussageform. Solange ich freie Variablen habe, kann ich die Formel nicht interpretieren, kann keinen Wahrheitswert zuordnen. Erst wenn ich alle Variablen gebunden habe, kann ich Wahrheitswerte dazu auswerten und erst dann ist es eine Aussage. Eine Formel, die überhaupt keine Variablen enthält oder nur gebundene, das ist dann eine Aussage. Für die Instanziierung habe ich im Prinzip in der relationalen Anfrage-Kalkül-Geschichte Tupel zur Verfügung, beziehungsweise Attributwerte. Also entweder spreche ich über ganze Zeilen von Tabellen oder nur über konkrete Zellen, das sind dann konkrete Attributwerte. Die stammen aus dem Grundbereich, den ich Universum nenne, und im Universum sind alle möglichen Tupel bzw. Attributwerte erstmal enthalten, die in einem Datenbankzustand vorliegen können. Wenn ich einen konkreten Datenbankzustand habe, muss ich es natürlich dann bezüglich des konkreten Datenbankzustands interpretieren, aber erstmal, solange ich das nicht festgelegt habe, ist das Universum potenziell unendlich groß. Für einen konkreten Datenbankzustand dann natürlich nicht mehr. Wie werde ich jetzt so eine Anfrage aus? Wir wollen ja eigentlich darauf hinaus, dass wir irgendwie Anfragen stellen an so eine relationale Datenbank und werden dann später im nächsten Vorlesungsabschnitt, Kapitel sehen, dass das, was wir im Kalkül jetzt hier uns anschauen, sehr, sehr verwandt zu dem ist, wie man dann in SQL Anfragen aufbaut. Na, so eine Anfrage ist immer irgendwie eine Menge. Also ich möchte am Ende eine Ergebnisrelation haben. Im Prinzip ist das eine Menge von Tupeln. Und ich habe so ein Alpha als Formel. Und freie Variablen hier in diesem Tupelausdruck. Hier sage ich, was ich von den Tupeln möchte und Alpha sagt dann noch, was die konkreten Bedingungen sind. Und ich habe einen konkreten Datenbankzustand gegeben, also irgendwelche Relationen, beliebig viele. In dem Beispiel, was wir bis jetzt auf den Formeln hatten, war es immer nur die eine Mitarbeiterrelation mit drei Tupeln. Gucken wir uns nochmal ein bisschen genauer an demselben Beispiel. Also ich habe die Mitarbeiterrelation als Datenbankzustand, nur eine Relation mit drei Tupeln, damit es gut auf die Folie passt. Und meine Anfrage lautet, gib mir mal die Namen der Mitarbeiter, die in Abteilung 5 arbeiten. In der relationalen Algebra wissen wir, wie das geht oder erinnern wir uns hoffentlich noch. Wir brauchen die Mitarbeiterrelation. Wir selektieren aus der Mitarbeiterrelation über diesen Selektionsoperator die Tupel, bei denen die Abteilungsnummer 5 ist und projizieren dann auf den Namen. Wird also rauskommen, Smith und Wong als Tabelle. Wie sieht das Ganze jetzt im Tupelkalkül aus, also konkret hier im relationalen Tupelkalkül? Ich schreibe nicht mehr diese Menge mit diesen Platzhaltern hin, sondern ich schreibe es jetzt konkret hin und sage, gib mir mal bitte alle Tupel, deswegen die Klammern hier drumherum, die aber jetzt nur aus Namen, aus dem Namen bestehen. Für die gilt, mit diesen Mengen, für die gilt, es ist ein Mitarbeiter, das Tupel selbst ist ein Mitarbeiter, also ein Teil der Mitarbeiterrelation und die Abteilungsnummer für dieses konkrete Tupel soll 5 sein. Also hier schreibe ich jetzt meine Anforderungen hin, die in der Anfrage stehen. Abteilungsnummer soll 5 sein und es soll ein Mitarbeiter sein. Und hier schreibe ich hin, was eigentlich das Ergebnis sein soll, die Namen der Mitarbeiter. Also die schreibe ich vorne hin und hier hinten schreibe ich die Eigenschaften hin, die erfüllt sein müssen. Ist ein bisschen eine andere Denkweise als das, was ich bei der relationalen Algebra hatte, wo ich konkret sage, was für Operationen ich durchführe. Also wie meine Anfrage beantwortet wird, schreibe ich bei der relationalen Algebra hin, beim Tupelkalkül nicht. Da schreibe ich nur deklarativ hin, was ich möchte, was das Ergebnis erfüllen soll. Also eine andere Denkweise. Nicht mehr hinschreiben, welche Operationen durchgeführt werden müssen, sondern nur noch hinschreiben, welche Eigenschaften erfüllt sein müssen. Aber auch hier wird Smith und Wong dann rauskommen, weil wenn ich versuche, mit potenziellen Instanzen aus dem Relationenschema zu instanziieren, also dieses T. Naja, es soll ein Mitarbeiter sein, also kommt nur diese Smith-Zeile, die Wong-Zeile oder die Zelaya-Zeile in Frage. Und nur bei der Smith-Zeile und bei der Wong-Zeile ist die Abteilungsnummer 5, bei Zelaya ist es 4, deswegen kommt Zelaya hier nicht als Name vor. Aber ich hatte nur mich für den Namen interessiert, aber gesagt, soll bitte in Klammern stehen, also soll ein Tupel sein. Dieses in Klammern schreiben, in normalen Klammern, damit meine ich immer Tupel. Die geschweiften Klammern, damit meine ich Mengen. Und die Denkweise wäre ja jetzt hier, dass das schon auch eine Relation ist, indem ich die als Zeilen untereinander schreibe. Aber ich habe eben nur ein Attribut, den Namen. Also diese Mengenklammern sind im Prinzip eine Schreibweise dafür, dass ich hier trotzdem noch in Relationen denke. Der Unterschied zwischen den beiden Anfragen ist, die eine ist prozedural. Ich schreibe hin, welche Operationen durchgeführt werden müssen, damit das Ergebnis herauskommt. Bei dem Tupelkalkül schreibe ich nicht hin, was durchgeführt werden muss, sondern nur, welche Eigenschaften erfüllt sein sollen im Ergebnis. Also mich interessiert, was das Ergebnis tatsächlich ist.
Benutzt habe ich hier zwei Atome, also Mitarbeiter-T und T-Abteilungsnummer soll 5 sein. Die kann ich nicht verkleinern, deswegen sind es Atome. Und die habe ich zusammengesetzt zu einer Formel im Tupelkalkül. Wenn ich so eine Anfrage allgemein gegeben habe, wie würde man denn das Ergebnis tatsächlich bestimmen? Also nach welchem Schema konstruiere ich denn die Ergebnisrelation für so eine beliebige Anfrage? Das ist im Prinzip gar nicht so schwer, es dauert nur manchmal ziemlich lange. Ich fange an mit der Lernmenge und dann frage ich für alle freien Variablen, also die freien Variablen, die ich hier in diesem grau gepunkteten Teil habe, die instanziiere ich mit allen möglichen Tupeln oder allen Attributwerten, je nachdem, ob ich im Tupel oder im Domainkalkül bin. Wir sind erstmal im Tupelkalkül, also instanziere ich sie mit allen möglichen Tupeln für die Relationen, die ich in der Datenbank finde. Und für manche wertet dann diese Formel Alpha zu wahr aus. Also durch die Instanzierung von den Tupeln, die ich hier vorne verlange, wird Alpha jetzt eine Aussage. Ich kann jetzt Alpha tatsächlich interpretieren. Vorher war Alpha eine Aussageform, weil ich noch freie Variablen üblicherweise drin hatte. Für jede Instanzierung prüfe ich jetzt, ob Alpha wahr ist. Und für die Alpha wahr ist, die nehme ich auf. Also das Tupel, was ich jetzt hier gerade geprüft habe, Alpha wird erfüllt, das nehme ich in die Ergebnismenge Result oder Rest auf. Und ansonsten kommt nichts weiter rein. Kann natürlich ziemlich viele Sachen geben, die ich als Instanzierung benutzen kann. Also dieser Schritt hier 2, wo ich über alle möglichen Instanzierungen gehe, das mache ich auch für Schritt 3, für jede Instanzierung überprüfe ich dann was. Das kann ziemlich lange dauern, je nachdem, wie groß die Datenbank ist. Aber an sich ist es ein relativ einfacher Prozess. Ich versuche jedes mögliche Tupel, was ich gerade im Datenbankzustand habe, was auf diesen grauen Punktteil hier passt, versuche ich und frage, wertet Alpha zu wahr aus oder nicht. So würde ich die Anfrage sozusagen beantworten, ohne dass ich gesagt habe, wie es konkret passieren muss. Also rein deklarativ schreibe ich die Anfrage auf und ich weiß aber auch schon im Hinterkopf, was ein System machen müsste, um die Anfrage auszuwerten. Es muss instanziieren und dann tatsächlich auswerten. So, kommen wir zum relationalen Tupelkalkül. Ich habe Tupelvariablen, die sich hier auf Relationen beziehen, also auf Relationen, die ich im Datenbankzustand tatsächlich habe, also irgendwie R1 bis RP, vielleicht haben die konkrete Namen, sowas wie Mitarbeiter, Buch oder Ausleihe oder so. Und die kann ich benutzen, um Tupel zu instanziieren. Also die Tupelvariablen kann ich mit tatsächlichen Einträgen aus den in der Datenbank vorhandenen Relationen instanziieren. Zeilen aus den Tabellen. Und Formeln, die ich auf den Tupelvariablen aufbaue, die baue ich so auf, dass ich irgendwie Zusammenhänge zwischen den Attributen benutze. Also irgendwas soll gleich sein, irgendwas soll größer sein oder so. Die Anfragen im Tupelkalkül sehen dann so aus, dass ich irgendwie T's habe für Tupelvariablen. Die grünen sind die freien, die schreibe ich vorne in den Teil. Meistens ist das das, was mich interessiert, also das, was das Ergebnis sein soll. Und ich habe in Alpha, in der Formel, aber gegebenenfalls auch schon gebundene Tupelvariablen, das sind die schwarzen. Also in dem T-Teil, was mich eigentlich interessiert, das sind die grünen, das sind die freien Variablen. Ich kann in Alpha aber auch noch andere Tupelvariablen schon gebunden vorkommen haben. Ich kann auch Attribute benutzen. Das könnten jetzt grüne oder schwarze sein, habe ich jetzt nicht mehr so kenntlich gemacht. Das sind die Attribute, die ich benutzen will, um die Ergebnisrelation zu instanziieren oder um hier in Alpha irgendwie bestimmte Sachen abzufragen. Sage ich schon abzufragen, eigentlich meine ich damit bestimmte Bedingungen an die Attributwerte zu stellen. Und das Alpha selbst ist eine logische Formel, also boolsche Operatoren, prädikatenlogische Quantoren gegebenenfalls. Und die Menge der Atome, aus denen Alpha besteht, die ist auf eine bestimmte Art definiert. Wenn ich Relationen habe, die hier in diesem in dem Datenbankzustand tatsächlich existiert, also so eine kleine Relation R, dann kann ich sowas hinschreiben wie RT in Klammern. Und damit meine ich, T ist ein Tupel aus der Relation R. Ich könnte es auch ein bisschen ausführlicher hinschreiben, T ist ein Element von R. Das ist ein Atom, wobei ich mit T eine Zeile in der Relation R meine. Und das wird wahr, falls es tatsächlich so eine Zeile da gibt. Also falls es eine Zeile gibt für die diese Eigenschaften, die T dann, ich habe ja vielleicht konkrete Werte reingeschrieben, für die das gilt. Ansonsten könnte ich noch Atome so bauen, dass ich sage, ich benutze Attributwerte und sagen,
Ja, in TI, was ist denn der AI-Wert? Und den vergleiche ich mit dem AJ-Wert von TJ. Also irgendein Attribut von dem einen Tupel vergleiche ich mit einem Attribut von einem anderen Tupel. Macht am meisten Sinn, wenn die irgendwie semantisch was miteinander zu tun haben, also wenn ich Zahlen mit Zahlen vergleiche oder Strings mit Strings. Als Operatoren sind die Vergleichsoperatoren zugelassen, die man auch erwarten würde, sowas wie Gleichheit, kleiner, kleiner gleich, größer, größer gleich und ungleich. Und das Ganze wird wahr, wenn eben dieser Vergleich, den ich hier ausgedrückt habe, wenn der tatsächlich stimmt. Also wenn ich sage, der AI-Wert soll kleiner sein als der AJ-Wert, dann ist es halt nur wahr, wenn der AI-Wert wirklich kleiner als der AJ-Wert ist. Statt zwei Attributwerte miteinander zu vergleichen, kann ich auch einen Attributwert mit einer Konstante vergleichen. Das sind die einzigen Atome, die ich benutze, um Formeln aufzubauen. Also ich kann fragen, ist ein Tupel in einer Relation? Ich kann Attributwerte miteinander vergleichen oder ich kann Attributwerte mit Konstanten vergleichen. Also klein c ist irgendwie ein Element des Universums. Und entsprechend hatte ich schon gesagt, also das hier wertet zu wahr aus, wenn eben tatsächlich diese Gleichheit, Ungleichheit erfüllt ist, nach der ich gefragt habe. Also wenn ich zum Beispiel frage, T1, die Chefpersonalnummer, ist die denn kleiner als die T1-Personalnummer? Also ist die Personalnummer vom Chef von jemandem immer kleiner als die Nummer von ihm selbst? Dann ist es beispielsweise wahr für 9876 gegen 9998. Das hier ist kleiner als das. Was auch immer das für eine Anfrage sein sollte. Oder ich habe sowas wie, die Abteilungsnummer ist 5. Also wenn ich das hier als 5, als Zahlwert 5 meine, dann ist es halt genau dann wahr, wenn die Abteilungsnummer tatsächlich 5 ist. Wenn es 4 oder 3 ist, dann eben nicht. Also mit Konstanten kann ich vergleichen oder mit Attributen. Attributwerten kann ich vergleichen. Und ich kann fragen, ist denn irgendwas in der Relation als Tupel vorhanden? Das sind die einzigen Atome, die ich habe. Aber die reichen schon, um tatsächlich alle möglichen Anfragen aufzubauen. Gucken wir uns noch ein paar Beispiele an zum Schluss für heute. Erstes Beispiel, ich will die Namen und die Wohnorte von Mitarbeitern, die in der Forschung arbeiten müssen. Okay, jetzt habe ich hier 5 Relationen. Mitarbeiter, Abteilung, Projekte, arbeitet in einem Projekt und Abteilungsstandort. In der Mitarbeiterrelation steht also, ich habe es jetzt hier mal abgekürzt auf nur Familiennamen, die Personalnummern finde ich daraus, wo die wohnen. Wer ist der Chef und in welcher Abteilung arbeitet jemand? In der Abteilung komme ich raus, die Nummer ist wahrscheinlich sowas wie der künstliche Schlüssel. Wie heißt die Abteilung und wer ist der Chef, der Manager der Abteilung? Im Abteilungsstandort kriege ich zu einer Abteilungsnummer raus, wo die Abteilung ist. Offenbar kann eine Abteilung über verschiedene Standorte verteilt sein, also Abteilung 5 ist in Hamburg und in Köln. Arbeitet im Projekt, da habe ich für die Mitarbeitenden der Firma, für die Personalnummern aufgeschrieben, in welchen Projekten die arbeiten. Projekte haben jetzt erstmal nichts direkt hier in der Tabelle mit Abteilung zu tun. Das finde ich aber erst in der Projekttabelle. Also im Namen für ein Projekt, ist mir jetzt nichts mehr eingefallen, X, Y, Z. Und irgendwelche Nummern für Projekte in bestimmten Orten und verknüpft mit Abteilungsnummern. Und offenbar ist Ort und Abteilungsnummer für ein Projekt jetzt irgendwie was, was auf diesen Abteilungsstandort verweist. Aus bestimmten Gründen hat man den Ort jetzt hier nochmal wiederholt. Der Grund ist, dass es eben für Abteilungsnummer 5 zwei Orte gibt. Deswegen brauche ich auch hier den Ort eigentlich nochmal dazu. Bei den meisten Abteilungen nicht. Aber für Abteilung 5 könnte es ja so sein, dass ein Projekt vielleicht auch nur am Standort Köln durchgeführt wird. So wie das Projekt X. Oder dass ein Projekt nur am Standort Hamburg durchgeführt wird, so wie Nummer 2. Sieht ja erstmal nach Redundanz aus, dass ich sage, der Ort steht ja schon hier. Jetzt schreibe ich den hier auch nochmal hin. Aber wenn ich weiß, dass es Abteilungen gibt, die über verschiedene Orte verstreut sind, dann macht es Sinn, dass ich den Ort da auch mit aufnehme. Okay, was würden Sie sagen? Wie sieht die Anfrage im relationalen Algebra oder im Tupelkalkül aus, wenn ich sage, ich hätte gerne die Namen und Wohnorte von Mitarbeitern, die in der Forschung arbeiten? Kleine Mitmachfrage an Sie, damit Sie nicht ganz einschlafen hier. Vielleicht fangen wir mit Algebra an und ich frage Sie erstmal, brauchen wir einen Join oder nicht? Join war das, was einem hilft, Informationen aus verschiedenen Relationen miteinander zu verknüpfen. Hatten wir so vor 15, 20 Minuten. Ja?
Okay, und meine Lieblingsfrage ist dann immer, warum? Also Sie sagen ja zwischen Mitarbeiter und Abteilung. Ich wiederhole es nur für die, die dann von außen zuhören. Und meine Frage ist dann, warum muss man das joinen? Ja, ja, Sie denken schon in SQL, oder? Ja, ja. Ja. Okay. Also das Wichtige, was Sie sagen, wenn Sie auf die eigentlich Wohnort und Name von Mitarbeitern steht in der Mitarbeiterrelation, aber da steht eben nicht, welche in der Forschungsabteilung arbeiten. Also Forschung kommt hier nirgendwo vor. Der Abteilungsname kommt nicht vor. Der Abteilungsname kommt nur in der Relation Abteilung vor. Deswegen muss man die Informationen hier verknüpfen und es geht über Abteilungsnummer. Das ist das, was Sie quasi erklärt haben, oder? Ja. Also hier steht nur die Nummer als abkürzende Schreibweise, weil wir Redundanz vermeiden wollten. Beim Entwurf der Datenbank haben wir hier nicht neben Abteilungsnummer noch den Abteilungsnamen hingeschrieben, also nur die Nummer. Und zu einer Nummer kriege ich nur aus der Abteilungsrelation den Namen. Und hier unten in der Anfrage steht Forschung als Name. Da steht nicht Abteilungsnummer 5. Wenn da 5 gestanden hätte, hätte ich es direkt hiermit erledigen können. Da hier aber nicht 5 steht, muss ich erst rausfinden, dass es 5 ist. Und dazu muss ich Abteilung und Mitarbeiter joinen. Okay? Können wir mal, ich mache es mal nebenbei. Sie sind ja noch nicht fertig. Sie müssen ja den Rest der Anfrage noch nennen. Oder sich helfen lassen. Sieht jemand ein Stück Kreide? Ah ja, hier. Nee, man kann die Tafel ausschalten. Ups. So, Sie hatten jetzt gesagt, Sie wollen joinen Mitarbeiter. Ups. Mitarbeiter mit Abteilung, ja? Okay. Ich habe jetzt hier schon mal den Natural Join hingeschrieben. Funktioniert das? Warum? Ich frage immer, warum. Sie können da direkt drauf vorbereitet sein. Ja? Oder warum funktioniert es nicht? Sieht jemand einen Schwamm? Ich hole schon den Schwamm, das bedeutet wahrscheinlich will ich irgendwas wegwischen, aber vielleicht will ich auch nur irgendwo was davor schreiben. Ja, oder ich nenne Abteilungsnummer Nummer um. Okay. Also man muss, wenn man den Natural Join, also die Denkweise beim Natural Join ist ja, okay, es gibt irgendwas, was bei beiden gleich ist und ich möchte nur die übrig behalten, wo die Werte identisch sind. Jetzt, wenn man feststellt, was sind denn in beiden gleich? Eigentlich will ich die Abteilungsnummer haben, aber die heißt in der Abteilung nur noch Nummer. Könnte ich jetzt vermutlich hier sowas davor schreiben, was haben wir da genannt? Roh genommen oder so, ne? Roh und nochmal Abteilungsnummer. Habe ich es mit einem Linkspfeil gemacht? Nummer. Also die Abteilungsnummer wird zu Nummer. Okay. Jetzt haben wir den Join geschafft. Und der Join geht jetzt tatsächlich über diese Spalte, die wir umbenannt haben, mit dieser Spalte hier. Okay? Ist das noch Abteilungsname? Ja. Okay. Das wird langsam schwierig. Projektion auf Name und Wohnort. Ja. Okay,
Sehr gut. Steht wahrscheinlich auch auf der nächsten Folie. Wie geht es im Tuple-Kalkül? Das müssten jetzt alle noch richtig gut können, weil wir es gerade eben erst hatten. Aber im Tuple-Kalkül schreibe ich also hin, was ich möchte, was im Ergebnis Tupel stehen soll. Und ich schreibe danach eine Bedingung hin, die erfüllt sein muss. Also ich schreibe quasi eine Menge auf, so viel helfe ich Ihnen noch. Irgendwo eine Mengenklammer auf und die geht dann da hinten wieder zu. Ich weiß noch nicht, wie viel ich schreiben muss. Und ich schreibe hier irgendwie hin, was für einen Tupel gelten soll. Deswegen geht noch die normale Klammer auf. Also in dem Tupel will ich jetzt Name und Wohnort haben. Ja? Ich will also sowas haben wie ein Tupel, von dem nehme ich nur den Namen und den Wohnort. Und dafür soll jetzt was gelten, das ist jetzt so diese Mengenschreibweise nicht. Ja? Okay. Okay, also es soll das gelten und was anderes, habe ich mitgekriegt. Das andere ist irgendwas für diese T. Also irgendwie brauche ich vielleicht noch ein Quantor, dass irgendwas existiert. Könnte das sein? Nee, ich wollte Sie nicht überfordern. Also es könnte sein, weil im Moment habe ich ja erstmal nur quasi ein Tupel, was ein Mitarbeiter ist, aber ich habe noch nicht irgendwie über diese Abteilung nachgedacht. Sie wollen jetzt sagen, dass die Nummer, die Abteilungsnummer von T dasselbe ist wie die Nummer von irgendwas anderem. Und das irgendwas andere müssen wir noch erstmal einführen, sonst gibt es das noch nicht. Also vielleicht hier sowas wie, es gibt noch ein, ich nenne es mal T-Strich, also das, Klammer mal hier auf, Sie müssen mir dann helfen, dass ich die Klammern wieder richtig zumache. Abteilung T-Strich, damit sage ich, das soll also eine Abteilung sein. Und außerdem, jetzt kommen Sie wieder, wollen Sie, dass zwei Nummern gleich sind, nämlich von T die Abt-Nummer die soll gleich sein die Abt-Nummer die Nummer von T Strich und wir wollen ja noch was T-Abnahme soll Forschung sein. So, einmal zu bin ich hier und die Mengenklammer. Naja, ungefähr so. Sehr gut. Also wann immer ich irgendwie beim relationalen Algebra-Ausdruck über so ein Join nachdenke, kriege ich das hier hin, wenn ich plötzlich Gleichheit von Attributen von Tupeln aus unterschiedlichen Relationen will. Also ich schreibe jetzt den Join nicht mehr wirklich explizit hin im Kalkül, weil ich dann gar nicht mehr diese Operationsdenkweise habe, aber implizit habe ich die hier schon, dass ich sage, das ist ein T' aus Abteilung und das ist ein T aus Mitarbeiter, damit habe ich hier im Prinzip an so einer Stelle dann gejoint. Wenn Sie dieses prozedurale Äquivalent noch sehen wollen. Aber im Tupelkalkül habe ich dieses prozedurale Denken gar nicht mehr, da sage ich einfach nur, was ich alles möchte. Also es soll ein Tupel aus Mitarbeiter sein, das, was ich am Ende, von dem ich was ausgebe, das ist so eine Art Projektion dann hier. Ich sage, das soll ein Mitarbeiter sein. Uns muss noch ein Tupel woanders geben, woanders habe ich dann hier gesagt, hätte auch was aus Mitarbeiter noch sein können, aber hier sage ich, soll was aus Abteilung sein. Da muss es ein Tupel geben, was dieselbe Nummer hat.
Also hier kann ich sozusagen Gleichheit von auch verschiedenen benannten Attributen prüfen. Und das soll dann aber die Forschungsabteilung sein. Hier hätte man auch überlegen können, ob man es jetzt intuitiv andersrum hinschreibt und sagt, okay, es soll eine Abteilung sein, das Tupel T', soll in Forschung sein und dann soll die Nummer dieselbe sein. Mal gucken, was wir hier hingeschrieben haben. Das hier sieht ungefähr so aus, wie das, was Sie mir diktiert haben, außer, dass ich natürlich schon diese Feinheit gemacht habe, das Ding hier nach innen zu ziehen. Hat man irgendwann mal, geht meistens besser, wenn man erst selektiert und dann joint, weil man dann weniger Sachen beim Join machen muss. Also das habe ich schon mal so ein bisschen hier nach innen gezogen an der Stelle. Jetzt muss ich hier mal wieder wechseln. Und wenn man es im Tupelkalkül anschaut, na, sieht auch ungefähr so aus, also dass ich hier T1 und T2 genommen habe, statt T und T'. Also Name, Wohnort hatten wir auch hier hingeschrieben an die Tafel. Das eine soll ein Mitarbeiter sein und das andere muss es geben, soll in Abteilung sein. Die Abteilung soll Forschungsabteilung sein und die Nummern sollen dieselben sein. Wie man das jetzt schreibt, ist am Ende ja egal. Aber genau, haben wir hingekriegt. So, was haben wir noch für Anfragen? Beziehungsweise, was wollte ich noch sagen? Das hier ist alles, ja, haben wir implizit mitgemacht. Also an der Stelle, wo ich diese Sachen aus zwei verschiedenen Tupeln, aus verschiedenen Relationen miteinander vergleiche, da mache ich quasi sowas wie ein Join. An der Stelle hier mache ich so eine Selektion, wo ich sage, ein konkreter Attributwert muss gegeben sein. Und hier an der Stelle ganz vorne, in dem, was ich in die Klammern schreibe, da mache ich die Projektion und sage, das sind die Sachen, die mich eigentlich interessieren. Aber ich deklariere es nur, ich schreibe es deklarativ hin, ich schreibe nicht die Operationen tatsächlich hin. Das ist die kleine Feinheit. Okay, selbe Datenbank, selbe Relation, selbe Instanzen, also selbe Tupel. Und wir haben jetzt eine andere Anfrage. Ich hätte gern alle, für jedes Projekt, was in Weimar ist, will ich die Nummer haben. Ich will auch die Nummer der durchführenden Abteilung haben. Also ich will die Projektnummer haben, ich will die Abteilungsnummer haben. Und ich will wissen, wer der Abteilungsmanager ist und wo der wohnt. Warum auch immer. Was würden Sie sagen? Muss man joinen oder nicht, wenn man Relational-Algebra-Ausdruck aufschreiben will? Ja, okay, also Sie sagen erstmal nein, aber ich frage nochmal, also Sie sagen im Prinzip, wenn man nicht joinen müsste, müssten die Informationen alle in einer Tabelle schon stehen. Die sind halt in einem anderen Titel, aber ich meine, man merkt ja, dass sozusagen alle drei Mitarbeiter schon alle drei Chefs. Ja, okay, dann nochmal, ich will die Nummer von jedem Projekt, was in Weimar ist. Hier steht zwar Weimar drin, aber Weimar ist hier der Wohnort von der Person. Könnte ja sein, dass der zwar in Weimar wohnt oder Sie, aber in Hamburg arbeitet und da wöchentlich hinpendelt oder so. Also das Weimar, was hier steht, ist so ein bisschen, sorry, das habe ich nicht böse gemeint, sollte keine Falle sein, aber das Weimar, was hier steht, ist nicht das Weimar, was hier steht, weil ich hier Weimar meine, das ist der Ort, wo das Projekt stattfindet. Okay, das ist also das, was hier steht. Hier steht jetzt aber nicht, wer das managt oder so. Ne? Also ich muss auf jeden Fall joinen. Ich habe die Information, wo ein Projekt stattfindet, die ist in der Projektrelation, in der Projekttabelle. Wer welches Projekt managt, ne, beziehungsweise wer welches Projekt managt, das bekomme ich über den Abteilungsmanager erst raus. Also ich will den Wohnort des Abteilungsmanagers haben, das steht ja dann aber hier in der Abteilungsnummer, also in der Abteilungsrelation. Auf jeden Fall muss ich mindestens Abteilung irgendwie benutzen, um Informationen zu bekommen. Ich muss Projekt benutzen, um Informationen zu bekommen. Und um den Wohnort vom Manager zu bekommen, brauche ich noch die Mitarbeiterrelation. Also ich brauche auf jeden Fall mindestens drei, die ich joinen will. Und genau, ich brauche den Projektort, das ist nicht der Abteilungsstandort. Also ich brauche wahrscheinlich drei, mit denen ich joinen will. Gucken wir uns das mal an. Also ich brauche Projekt, ich brauche Abteilung, ich brauche Mitarbeiter zum Joinen. Das sind auch die drei, die reichen. Aber ich schreibe jetzt hier tatsächlich solche Equi-Joins hin. Also sind keine Natural-Joins, sondern Equi-Joins. Ich sage, wenn ich Abteilung mit Mitarbeiter joine, dann soll Manager und Personalnummer gleich sein. Also
Ich joine Abteilung und Mitarbeiter, die zwei hier oben, Manager und Personalnummer soll gleich sein. Also von den Managern interessiert mich der Wohnort, deswegen joine ich über diese Personalnummer hier. Und wenn ich dann das hier hinten oder das hier vorne mit Projekt joine, dann sage ich, im Projekt interessieren mich erstmal nur die, die Weimar sind, also wieder Selektion möglichst weit nach innen gezogen. In der Projekttabelle interessieren mich nur die, die Weimar sind, die zwei hier. Die joine ich mit beispielsweise Abteilung oder dem, was ich aus Abteilung Mitarbeiter gejoint rausbekommen habe, indem ich sage, die Abteilungsnummer hier soll das sein, was hier die Nummer war in Abteilung. Also da habe ich wieder so einen Theta-Join, der eigentlich ein Equi-Join ist, weil ich hier Gleichheit prüfe, aber ich sage, welche mit welchen. Also ich habe so eine Umbenennung automatisch schon mit drin, damit ich nicht diesen Natural-Join machen muss. Und am Ende benenne ich hier noch ein paar Sachen um, weil ich sonst mit den Nummern und sonstigen Sachen durcheinander komme, die in, also bevor ich Projekt irgendwie joine, benenne ich die Nummer noch in Personalnummer um, weil es die Nummer sonst hier auch nochmal gibt und es eine andere Nummer ist. Und den Namen benenne ich in P-Namen um, also ein bisschen künstlich, weil es den Namen ansonsten hier bei Projekt auch nochmal gegeben hätte. Und am Ende sage ich, mich interessiert die Personal, also die Nummer der Person, die Abteilungsnummer und Name und Wohnort der Person. Genau, wenn ich das Ganze jetzt im Tupelkalkül aufschreibe, wird es auch ein bisschen länger. Da sage ich aber wieder analog, was interessiert mich denn eigentlich? Name und Wohnort von einem Tupel aus, und dann muss ich später sagen, der Mitarbeiterrelation. Und mich interessieren die Nummer und Abteilungsnummer von einem anderen Tupel aus der Projektrelation. Also ich sage, T1 soll aus Mitarbeiter sein, T3 soll aus Projekt sein. Von T1 interessieren mich Name und Wohnort. Von T3 interessieren mich Nummer und Abteilungsnummer. Außerdem soll von dem Ding, wo mich Nummer und Abteilungsnummer interessieren, verlange ich, dass es als Ort Weimar hat. Und dann verlange ich, dass es noch einen Tupel dazwischen gibt. Also es gibt einen Tupel T2, was Abteilung ist. Und jetzt vergleiche ich hier Tupel, Attributwerte von Tupeln aus verschiedenen Relationen. Also aus einer, von dem T2-Tupel weiß ich, es ist Abteilung. Von dem T3-Tupel weiß ich, es ist Projekt. Also ist das hier quasi ein Join. Und von dem T2-Tupel vergleiche ich auch noch was mit dem T1-Tupel. Bei dem T2-Tupel weiß ich, es ist Abteilung, bei T1 weiß ich, es ist Mitarbeiter, also auch hier quasi ein Join, weil ich aus verschiedenen Sachen vergleiche. Also es gibt Mitarbeiter-Tupel und ein Projekt-Tupel, von denen mich am Ende Attributwerte interessieren. Und dazwischen muss es jetzt ein Tupel in Abteilung geben, was die verbindet. Und diese Verbindung, die prüfe ich hier mit diesen Gleichheiten von den Nummern bzw. den Personalnummern. Ja, mit Beispiel 3 machen wir dann nächste Woche weiter und direkt danach gehen wir wahrscheinlich dann über zu SQL. Nee, es gibt noch Beispiel 4 und dann kommen wir zu SQL. Da werden wir dann sehen, dass das sehr, sehr ähnlich ist, wenn ich in SQL denke, wie in diesem Tupelkalkül. Dann erstmal bis nächste Woche. Letzte Woche ungefähr auf der Folie hier aufgehört, die man gerade sieht. Das war so ein zweites Beispiel dafür, wie man im relationalen Tupelkalkül Anfragen formulieren könnte, die wir eigentlich vorher vielleicht so oder ähnlich auch schon mal in der relationalen Algebra ausgedrückt haben. Und als Erinnerung, wo wir uns hinbewegen, wir wollen so ein bisschen in Richtung tatsächlicher Anfragesprache, die bei relationalen Datenbanksystemen benutzt wird, also SQL. Und wir haben gesehen, dass die Relationenalgebra eher so ein prozedurales Denken unterstützt. Also man hat irgendwie einen Datentyp, auf dem man Operationen durchführt. Und der Datentyp, das waren eben die Relationen oder Tabellen, mit denen wir uns die ganze Zeit beschäftigt haben. Und wir hatten auch schon gesehen, dass das Tupelkalkül eher so ein deklarativer Ansatz ist, bei dem ich eigentlich nur sage, was ich denn im Ergebnis haben möchte. Also konkret hier bei dem letzten Beispiel, was wir uns angeschaut haben, ich hoffe, Sie sehen meinen Mauszeiger, deklariere ich am Anfang immer, was im Ergebnis stehen soll. Also hier irgendwie einen Namen, einen Wohnort, irgendeine Nummer und noch eine Abteilungsnummer von Tupeln, auf denen ich arbeite. Hier sieht man ein Tupel T1 und ein Tupel T3. Also manche von den Attributen kommen aus dem einen, manche kommen aus dem anderen Tupel. Und dann binde ich diese Tupelvariablen in dieser Tupelkalkülanfrage erstmal und sage, T1 soll also aus der Relation Mitarbeiter sein, T3 soll aus der Relation Projekt sein. Und danach kommen dann Eigenschaften, die ich möchte, dass sie erfüllt sind. Also der Ort bei T3 soll Weimar sein. Und dann muss es noch ein Tupel T2 geben, das dann eben dadurch, dass es einen anderen Namen trägt, was anderes als T1 und T3 sein soll. Von diesem Tupel T2 möchte ich, dass es aus der Abteilungsrelation kommt und aber die gleiche Nummer in der Abteilungsrelation hat
wie T3 als Abteilungsnummer hat und dass der Manager von T2, also das Attribut Manager von T2, quasi dieselbe Nummer trägt wie T1 als Personalnummer hat. Mit dieser Bedingung hier hat man dann gesehen, mache ich im Prinzip sowas wie Joins, also indem ich sage, verlange die Gleichheit von Attributen wie hier zwischen T1 und T2 oder hier zwischen T2 und T1. Damit führe ich das durch, was wir in der relationalen Algebra als Join bezeichnet hatten. Und die Grundidee ist, dass ich hier aber beim Tupelkalkül, also bei dieser unteren Anfrage, die vielleicht ein bisschen komplexer erstmal wirkt, weil sie zwei Zeilen hat, dass ich bei der Anfrage eigentlich gar nicht sage, wie etwas ausgerechnet werden soll. Also ich benutze keine Operation, sondern ich sage nur, was im Ergebnis stehen soll. Also quasi ja eine beschreibende Art. Und das Wie interessiert mich nicht. Und ganz am Anfang bei den Anfragesprachen, beziehungsweise auch vielleicht ganz am Anfang von der Vorlesung, hatten wir ja schon mal gesagt, das ist im Prinzip das, was wir von Anfragesprachen erwarten, dass ich eigentlich nur sagen können möchte, was ich als Ergebnis haben möchte oder was ich als Ergebnis erwarte und nicht unbedingt wissen muss, wie das berechnet werden kann. Um diesen Abschnitt jetzt hier noch so ein bisschen abzuschließen, haben wir letzte Woche dann nicht ganz geschafft in der Vorlesung, immer noch ein Beispiel und danach noch eins. Was jetzt so ein bisschen darauf eingeht, ist jetzt hier schon so ein bisschen gehighlightet, dieses alle mal zu benutzen, was wir in der relationalen Algebra eigentlich auch schon als speziellen Operator sozusagen kennengelernt haben, beziehungsweise wir haben da einen Operator kennengelernt, der ganz gut funktioniert. Und wir wollen uns das auch nochmal im Tupelkalkül anschauen. Wenn Sie genau hinschauen, ja, oben die Relationen haben sich wieder nicht geändert. Also wir sind immer noch in diesem Beispielszenario, was wir dann Ende letzter Woche auch in der Vorlesung die ganze Zeit hatten. Also im Prinzip eine Firmendatenbank. Wir haben 3 Mitarbeiter. Es gibt ein paar Abteilungen in der Firma, 3 Stück. Für die Abteilung weiß ich, wo die sind, also welchen Orten die liegen. Ich weiß, welche Mitarbeiter in welchen Projekten arbeiten und ich weiß auch, wie Projekte heißen und wo sie liegen. Und die Verknüpfung zwischen diesen einzelnen Tabellen waren dann immer über diese Fremdschlüsselbeziehung, also der Abteilungsnummer als Schlüssel für eine Abteilung, wird dann eben beispielsweise in der Projektrelation auch wieder als Attribut benutzt. Und damit weiß ich, wenn hier eine 4 steht, ist diese Abteilung 4 gemeint. Und wenn hier eine 5 steht, ist diese Abteilung 5 gemeint. Also diese Fremdschlüsselverweise, die ganz nützlich sind, um redundanzfrei oder möglichst redundanzfrei die Informationen in solchen Tabellen abzulegen. Wenn man sich jetzt also die Anfrage hier nochmal anschaut, die gestellt werden soll, wollen wir also die Namen von Mitarbeitern haben. Wenn man genau darüber nachdenkt, die Namen von Mitarbeitern stehen nur in der Mitarbeiterrelation. Und wir wollen die Namen von all den Mitarbeitern haben, die in allen Projekten der Abteilung 5 arbeiten. Dieses alle, das erinnert Sie wahrscheinlich so ein bisschen an die relationale Division. Da hat man ja so gesagt, wann immer ich sowas wie irgendwas, wo alle Sachen aus der einen Tabelle mit irgendetwas aus einer anderen Tabelle in Zusammenhang stehen sollen. Dafür gab es diese relationale Division. Wenn man jetzt aber genau hinschaut, sieht man auf den ersten Blick hoffentlich schon, Mitarbeiter brauche ich als Relation, weil nur da der Name von Mitarbeitern drinsteht. Und die Projekte, da brauche ich mindestens diese Projekttabelle hier, weil hier die Abteilungsnummer drinsteht. Also in den Projekten stehen auch Namen von Projekten und so weiter, aber ich muss ja alle Projekte von Abteilung 5 finden, also brauche ich mindestens diese Projektrelation und die Mitarbeiterrelation. Kleine Mitmachfrage, brauche ich noch eine andere Relation? Wenn ja, welche? Und das ist vielleicht ein bisschen spezifizieren, warum? Oder wenn nein, vielleicht auch, warum nicht? Wer hat eine Idee? Wenn Sie sich jetzt melden, nur nochmal als Hinweis, das sehe ich hier leider nicht. Wir müssten irgendwie was in den Chat schreiben oder vielleicht einfach reinreden. Brauche ich noch eine andere Relation außer Mitarbeiter und Projekt? Der Vorschlag ist, arbeitet in Projekt. Warum? Also die Warum-Frage stelle ich ja so gern. Deswegen stelle ich die hier auch.
Jetzt kommt auch noch die Meldung, dass wir noch Abteilung brauchen. Da würde ich dann auch die Warum-Frage stellen. Ah, Projekt. Doch nicht Abteilung, sondern Projekt. Ne, Projekt und Mitarbeiter, die zwei hatte ich ja schon genannt. Ne? Die hatte ich selber vorgegeben, also diese Mitarbeitertabelle und die Projekttabelle, die brauche ich auf jeden Fall. Kann man schon so ein bisschen daran erkennen, dass hier Mitarbeiter genannt ist und hier Projekt genannt ist. Das ist schon immer ein guter Hinweis, ein guter Trigger. Jetzt ist der Vorschlag, dass wir aber noch Arbeitet in Projekt brauchen. Und Sie sagen, weil nur in der Arbeitet in Projektrelation steht, wer, also welche Personalnummer, in welcher Projektnummer arbeitet. Genau. Also brauche ich im Prinzip drei Tabellen, die ich hier joinen muss. Nur mit Mitarbeiter allein und Projekt zusammen bekomme ich noch nicht raus, welche Mitarbeiter in welchen Projekten gebucht sind. Das sagt mir dann Arbeitet in Projekt. Okay, die muss ich also irgendwie zusammen joinen und am Ende interessiert mich eigentlich nur ein Mitarbeitername, werde ich also wahrscheinlich am Ende auf sowas wie Name projizieren. Und ich will jetzt nicht versuchen, hier mit meiner Krakelmaus auf die Folie zu schreiben, wie vielleicht so eine Anfrage sein könnte, die mir jemand diktiert. Deswegen lösen wir es vielleicht einfach mal direkt auf. Also ich habe tatsächlich, arbeitet in Projekt brauche ich. Ich brauche die Projektrelation und ich brauche Mitarbeiter. Das hatten wir also jetzt auch schon aus den Antworten rauslesen können. Und dieses Mitarbeiter, die in allen Projekten arbeiten, hat schon darauf hingedeutet, dass ich irgendwo die relationale Division benutzen werde. Gucken wir uns nochmal hier genau an, wie es passiert. Also aus der Projektrelation werden erstmal die Abteilungen selektiert, bei denen die Nummer 5 ist. Warum? Weil hier Abteilung 5 in der Anfrage steht. Also das ist sozusagen die Äquivalenz hier. Eine Selektion der Projekte, bei denen die Abteilungsnummer 5 ist. Dann wird auf die Nummer projiziert. Eigentlich brauche ich nur die Nummern der Projekte, bei denen die Abteilungsnummer 5 ist. Also wenn wir uns kurz überlegen, diese Selektion hier, die wird die ersten beiden Zeilen übrig lassen. Hier ist die Abteilungsnummer 5, hier unten ist sie 4, also die ersten beiden bleiben übrig. Danach wird diese Projektion durchgeführt auf Nummer, das heißt, ich habe nur noch 1 und 2, also eine Zwischenergebnistabelle, in der steht nur noch 1 und 2 in der Spalte Nummer. Dann benenne ich Nummer noch um in Projektnummer. Warum? Weil ich ja schon diese Division mit Arbeitet in Projekt im Kopf habe. Und wenn man genau drauf guckt, hier ist die Projektnummer in der Spalte Nummer. In Arbeitet in Projekt ist die Projektnummer in der Spalte Projektnummer. Jetzt dividiere ich diese Relation durch diese Zwischenergebnisrelation, in der nur die 1 und 2 stehen. Und diese relationale Division bedeutet also, es bleiben jetzt nur Tupel aus Arbeitet in Projekt übrig, bei denen sowohl 1 als auch 2 als Eintrag in der Spalte Projektnummer vorkommt. Mit ein bisschen scharfem Auge draufschauen, sehen wir, dass nur die 1, 2, 3, 4 als Personalnummer das erfüllt. Die hat beide Einträge, 1 und 2, die ich als dieses Zwischenergebnis hier umbenennen von Nummer in Projektnummer, Projektion auf Nummer, Selektion von Abteilungsnummer 5 von Projekt habe. Das waren genau diese zwei hier. Also nur die 1, 2, 3, 4 kommt mit beiden vor. Die 6, 6, 6, 8 kommt nur mit 3 vor, also fällt sie bei der Division raus. Und die 4, 5, 3, 4 kommt mit 1 vor, aber nicht mit 2. Deswegen fällt sie auch bei der Division raus. Wenn ich mir also hier diesen Klammerausdruck anschaue, bekomme ich nach der Division also nur diese beiden Tupel hier. 1, 2, 3, 4, 1, 2 und 1, 2, 3, 4, 2. Jetzt weiß ich aber noch nicht den Namen der Mitarbeiter oder des Mitarbeitenden, der da übrig geblieben ist. Dafür muss ich noch das Zwischenergebnis, was ich jetzt hier habe, mit einem natürlichen Join, mit Mitarbeiter Join. Das heißt, ich werde über die Spalte oder die Spalten joinen, die beide gemeinsam haben. Hier gibt es eine Personalnummer, hier gibt es eine Personalnummer. Also joine ich 1, 2, 3, 4 und 1 und 2 zusammen mit 1, 2, 3, 4, dem Tupel von Smith. Am Ende projiziere ich noch auf Name, bleibt also nur Smith übrig. Also nur Mitarbeiter Smith arbeitet in allen Projekten der Abteilung 5. Ungefähr so hätten Sie es wahrscheinlich auch nach kurzem Nachdenken dann aufgeschrieben. Also für dieses in allen ist diese
die Vision sehr nützlich. Und ansonsten brauche ich mindestens diese drei Relationen hier, weil die Information, die wir benutzen müssen, über diese drei Relationen verteilt ist. Was passiert jetzt, wenn ich das Ganze im Tupelkalkül machen möchte? Ja, da werde ich nicht mehr über diese Operationen wie Joins oder Selektion oder Projektion oder Umbenennen arbeiten, sondern im Tupelkalkül sieht das Ganze vielleicht auf den ersten Blick wieder ein bisschen komplexer aus, aber diesen grauen Teil, den kann man ausblenden. Das ist nur eine alternative Schreibweise für diesen schwarzen hier. Gucken wir uns der Reihe nach mal an. Was wollen wir denn haben? Also wir wollen Namen von Mitarbeitern haben. Das heißt, irgendwie als Ergebnis Tupelbeschreibung sage ich, das muss Namen enthalten, mehr nicht. Also in dieser normalen Klammer stehen nur Namen drin. Aber Namen von einem Tupel ist im Moment noch eine freie Variable, muss ich binden. Von den Tupeln möchte ich, dass es Mitarbeiter ist. Also mit diesem Binden der freien Variable T1 sorge ich dafür, dass das Tupel T1 Mitarbeitervariable ist. Und jetzt erwarte ich, dass irgendwas gilt. Also ich will Bedingungen aufschreiben, die mir sagen, was möchte ich denn für Mitarbeitende haben. Und diese Bedingungen sind eben, sie sollen in allen Projekten der Abteilung 5 arbeiten. Also genau das hier muss ich jetzt noch so als so eine prädikatenlogische Formel aufschreiben. Ja, das heißt, ich führe sowas wie für alle ein. Also wenn ich hier in allen habe, kann ich vielleicht auch so ein Allquanto benutzen. Für alle T3 soll irgendwas gelten. Entweder ist es kein Projekt und die Nummer ist nicht 5. Also ich möchte eigentlich, dass T3 das Tupel ist, was jetzt in dieser Projektrelation steht. Also wenn es ein Projekt ist, dann soll die Nummer nicht 5 sein. Könnte auch so rumschreiben, wenn es ein Projekt ist und die Nummer 5 ist, dann muss daraus was folgen, nämlich dass es ein anderes Tupel T4 gibt. Oder ich könnte es äquivalent so schreiben, die morganische Regeln, dass ich sage, es ist kein Projekt und die Nummer ist nicht 5 oder irgendwas anderes gilt. Aber hiermit habe ich dafür gesorgt, dass T3, was hier erstmal noch frei war, wenn ich von vorne lese, gebunden wird an die Projektrelation, also ein Tupel in der Projektrelation ist. Okay, wenn ich jetzt also beispielsweise sage, ich habe ein Projekt T3 und die Abteilungsnummer ist 5, dann muss daraus was folgen. Es muss einen Tupel T4 geben, sodass dieses Tupel T4 jetzt in der Relation arbeitet in steht. Also T4 wird an arbeitet in Projekt gebunden. In T4 soll die Projektnummer dieselbe sein wie die Nummer, die ich aus T3 habe, was ja ein Tupel aus der Projektrelation ist. Und die Personalnummer in T4 soll die Personalnummer von T1 sein. Also T1 soll das sein, was ich am Ende ausgebe. Was habe ich jetzt also verlangt? Naja, T1 muss ein Mitarbeiter sein. Und wenn ich ein Projekt-Tupel finde, bei dem die Abteilungsnummer 5 ist, dann muss dieses Tupel T1 in all diesen Projekten arbeiten, die ich für dieses Tupel T3 gefunden habe. Also hier ein bisschen anders ausgedrückt als in der relationalen Algebra, nämlich deklarativ, dass ich einfach nur Bedingungen aufgeschrieben habe und nicht so prozedural oder deklarativ, wie ich es nicht so prozedural, wie ich es in der relationalen Algebra machen würde. Worauf man kurz mal achten kann, ist, dass es hier, kommen wir später dann heute vielleicht auch nochmal dazu, dass es hier diese Umbenennung gibt, die ich hier beim Tupelkalkül gar nicht brauche, weil ich einfach immer über diese Tupelvariablen referenziere. Also speziell hier, wo ich sage, bei dem einen meine ich die Nummer, bei dem anderen die Projektnummer, die sollen gleich sein. Das muss ich jetzt gar nicht umbenennen, was ich hier bei der Algebra eigentlich durch Umbenennen erledigen muss, weil das sonst nicht klappt. Also hier im Tupelkalkül habe ich da ein bisschen gespart, weil ich die Umbenennung nicht explizit hinschreiben muss, sondern ich stehe sozusagen implizit mit da, dass ich sage, die eine Nummer, die ich Projektnummer nenne, die soll dasselbe sein wie die andere Nummer, die ich Nummer nenne. Okay, also das war mal so eine Verwendung von diesem in der Relation Algebra mächtigen Operator der Division, was aber eigentlich, hatten wir auch gesehen, nur eine abkürzende Schreibweise für komplexere Ausdrücke ist. Im Tupelkalkül habe ich eben diese Operationen nicht, aber dafür kann ich diese Bedingungen aufschreiben, die gelten müssen. Die Interpretation bei diesem Allquantor ist also, dass ich so sage, es muss irgendwie, wenn das eine erfüllt ist, dann muss das hier, also damit diese Formel Alpha, wo der Allquantor irgendwo drin auftaucht, erfüllt ist, muss das hier für alle Tupel gelten, dieses Beta, muss für alle Tupel T3 gelten. Also so, wie man sich es auch vorstellen würde.
Quantoren kann man wie bei der Prädikatenlogik verschieben. Also aus einem Existenzquantor kann ich, oder beziehungsweise wenn ich ein Allquantor habe, vor dem eine Negation steht, wenn ich die Negation nach innen ziehe, wird es ein Existenzquantor. Ich könnte also zum Beispiel die Formel, die wir eben hatten, auch so schreiben, dass ich diese beiden Quantoren hier komplett rausziehe und dann erst die Formel aufschreibe. Dabei muss ich immer darauf achten, dass die Reihenfolge sich nicht ändert. Also ich kann jetzt nicht, es existiert ein T4, sodass für alle T3 schreiben. Ich muss darauf achten, dass die Reihenfolge gleich bleibt. Aber manchmal sind die Formeln dann eigentlich leichter zu lesen, wenn ich die Quantoren vielleicht weiter nach innen oder weiter nach außen ziehe. Das ist immer so ein bisschen so ein Geschmacksding. Also je nachdem, was man leichter lesen kann, kann man sich die Formeln so umbauen, weil das so funktioniert, dass man eben aus einem Allquantum ein Existenzquantum macht, indem man eine Negation hätte, oder umgedreht, wenn man es negiert, wird aus dem Existenzquantum ein Allquantum, beziehungsweise aus dem Allen ein Existenzquantum. Gucken wir uns noch ein letztes Beispiel an, wieder mit Allen. Jetzt haben wir eine andere Datenbank, also sind plötzlich nur noch drei Relationen, ein bisschen übersichtlicher. Gibt eine Relation zu Büchern, in der weiß ich Buchtitel und welcher Verlag verlegt es. Ich weiß von Buchhändlern, wie die Läden heißen, in welcher Stadt sie sind und für die Stadt auch die Postleitzahl. Beziehungsweise in der Stadt gibt es vielleicht mehrere Postleitzahlen. Hier bin ich mir gar nicht sicher, ob die tatsächlich stimmt. Berlin 99, muss man mal überprüfen. Und am Ende gibt es noch eine Relation Angebote. Da steht drin, welcher Händler welcher Titel liefert. Und das ist im Prinzip so diese alle Anfrage, die wir schon mal weiter vorne beim Motivieren des Divisionsoperators gesehen haben. Wie kriegen wir also raus, welche Titel bei allen Buchhändlern im Angebot sind? Das wird Sie jetzt wahrscheinlich nicht so dramatisch überraschen, dass wir wieder die Division benutzen werden, wie gerade eben. Gucken wir es uns im Algebra-Ausdruck vielleicht mal an. Man braucht gar nicht so viel. Also aus den beiden, aus den drei Relationen, die ich hier sozusagen in der Datenbank vorrätig habe, brauche ich nur Angebote und ich brauche Buchhändler. Die muss ich nicht joinen, sondern dafür habe ich gleich diesen mächtigen Divisionsoperator. Da sorge ich erstmal dafür, dass Händler unifiziert wird mit irgendwas, was es auch bei Buchhändler gibt. Also im Angebot gibt es eine Spalte Händler. Das ist das im Prinzip inhaltlich semantisch Äquivalente zu der Spalte Name bei Buchhändler, nur anders benannt, wenn man sich das genau anguckt. Deswegen sorge ich dafür, dass bei Angebote aus Händler Name wird. Ich hätte umdrehen können und bei Buchhändler aus Name Händler machen können. Hier eben so rum. Und dann dividiere ich also diese Angebote-Tabelle durch die Buchhändler-Tabelle, wobei ich sage, damit mache ich mir noch ein bisschen einfacher, ich projiziere schon auf Name. Also in der Buchhändler-Tabelle mache ich eine Zwischenrelation draus und sage, eigentlich interessiert mich nur das hier, also diese vorderste Spalte, die Namensspalte. Stehen halt drei Einträge drin, Lehmann, Meiersche und Amazon. Und im Prinzip mit diesem Algebra-Ausdruck frage ich, welche Tupel aus Angebote enthalten denn in ihrer Spalte umbenannt Name, also Originalhändler, in ihrer Händlerspalte für einen Titel alle diese drei Namen hier. Wieder von oben nach unten durchgehen. Harry Potter kommt dreimal vor, ist also tatsächlich Kandidat. Und es sind auch tatsächlich drei unterschiedliche Händler. Lehmann, Meiersche, Amazon. Also Harry Potter kommt schon mal ins Ergebnis. Datenbanken sehe ich im Prinzip direkt als relationaler Divisor oder Dividierer, dass da nur ein Händler dabei ist und nicht die drei verschiedenen. Also Datenbanken fliegt raus. Glücksformel könnte ich anfangen und sagen, ah, okay, Amazon sehe ich, Lehmann sehe ich, es fehlt aber Meiersche, fällt also auch bei der Division raus. Und als Ergebnis bleibt dann tatsächlich nur Harry Potter übrig. Wahrscheinlich hätte man dann hier vorher nochmal auf die Titelspalte am Ende noch projizieren sollen. Weil uns ja die Titel interessieren und der Rest dann wahrscheinlich doch nicht. Also hier müsste noch eine Projektion auf Titel davor. Schreibe ich mir mal gerade nochmal auf. Gut, und das Ganze wollen wir jetzt analog auch nochmal im Tupelkalkül ausdrücken. Die grundsätzliche Behauptung ist ja am Ende, dass relationale Algebra und relationales Tupelkalkül gleichmächtig sind. Also, dass ich nicht mit dem einen irgendwie was ausdrücken kann, was mit dem anderen nicht geht. Gucken wir uns jetzt hier ein Beispiel auch nochmal an. Formel ist ein kleines bisschen umständlicher wieder. Muss man überlegen, ob man es mit so einem Implikationspfeil schreiben will oder äquivalent eben als nicht oder.
Guck mal, was wollen wir? Wir wollen den Titel haben. Hier im Tupelkalkül stimmt's. Da werde ich ja gezwungen, dass ich aufschreibe, was für eine Spalte ich im Prinzip im Ergebnis haben möchte. Also mich interessieren Titel von Tupeln T1 und dann binde ich gleich als erstes mal T1 in Relation und sage, es soll keine freie Variable mehr sein, sondern es soll in Bücher stehen, in dem Fall hier beispielsweise. Also ich möchte Einträge aus Bücher haben und von denen eben die Titel und ich möchte, dass das T1 ein Buch ist. Und für dieses T1 soll jetzt noch eine Bedingung gelten, das ist dieser ganz lange schwarze Ausdruck hier. Wie gesagt, das Graue ist nur eine alternative Schreibweise für dieses hier, wenn man es lieber mit Implikationspfeil hat. Für alle Tupel T2 soll irgendwas gelten. Jetzt muss ich erstmal sagen, wie binde ich denn T2? Na, T2 soll in der Buchhändlerrelation stehen, also es soll ein Buchhändler-Tupel sein. Also für alle Tupel T2 soll gelten, entweder ist es kein Buchhändler-Tupel, oder wenn es ein Buchhändler-Tupel ist, dann möchte ich, dass es ein Tupel T3 gibt, was in Angebote steht. Jetzt habe ich tatsächlich alle drei Relationen hier mal benutzt, weil es einfach bequem ist. Und ich weiß, dass folgende Eigenschaften gelten müssen. Der Eintrag bei T3 in dem Angebote-Tupel unter Händler, in der Händlerspalte, soll dasselbe sein wie bei Name. Wieder muss ich hier nicht umbenennen. Kleiner Hinweis, muss man beim Tupelkalkül, gibt es den Operator eben nicht, gibt ja sowieso keine Operatoren. Aber das Umbenennen mache ich eben einfach hier in dem Fall, indem ich sage, welche Attribute von welchen erwarte ich, dass sie gleich sind. Und von T3, der Titel soll derselbe Titel sein wie der von T1. Also ich gebe Bücher zurück, aber von den Büchern nur den Titel, wenn sie bei allen Buchhändlern im Angebot sind. Also entweder sind sie keine Buchhändler oder wenn sie eins sind, dann muss es sozusagen für alle Buchhändler diese Eigenschaft erfüllt sein, dass es da im Angebot ist, das Buch, der Buchtitel. Wenn man sich das Ganze nochmal anschaut und sich fragt, okay, was aus der eigentlichen verbalisierten Anfrage passt denn jetzt wo dazu? Also in der verbalisierten Anfrage steht sowas wie bei allen Buchhändlern oder allen Buchhändlern die entsprechende relationale Algebra-Schreibweise ist der Hinweis, sobald da irgendwas mit alle steht, denkt man immer an den Divisionsoperator, also ich dividiere durch Buchhändler. Das ist also das Analogon zu diesem Ding hier. Und im Tupelkalkül, da kann ich einfach den für alle Operator benutzen. Also für alle Buchhändler-Tupel muss irgendwas gelten. Also sehe ich das quasi hier unten auch nochmal so ein kleines bisschen violett herausgehoben. Das ist also ganz nützlich, dass man in der Relationalgebra den Divisionsoperator hätte, aber man kann es eben auch in so einem Tupelkalkül, im relationalen Tupelkalkül ausdrücken, indem ich direkt 1:1 den Allquantor benutze. Der Existenzquantor entspricht dann sozusagen in dem Tupelkalkülausdruck dem, dass ich sage, das hier ist der Dividend, den ich durch den Divisor teile, also das, was hier existenzquantifiziert ist, ist hier der Dividend. Und entsprechend ist das also hier das, was diesem Angebot sozusagen entspricht. Also das, was ich hier als Dividend habe, den ich durch den Divisor teile, ist dann das, was ich hier Existenz quantifiziere im Tupelkalkül. So als kleine, vielleicht Eselsbrücke, die einem helfen kann, man sich überlegt, wie man es tatsächlich im Tupelkalkül ausdrücken würde. Noch ein paar kleine Hinweise, aber erinnern Sie sich wahrscheinlich noch dran, dass Sie das irgendwann mal in einer Vorlesung zur Logik oder so gehört haben, wie man solche Umformungen macht, also Negation, wenn ich die bei einer Disjunktion nach innen ziehe, wird eine Konjunktion draus, umgedreht aus einer Konjunktion wird eine Disjunktion draus, ist manchmal ganz nützlich, gerade wenn man so die Quantoren nach außen ziehen will und die dann gegebenenfalls mal irgendwie über Negation hinwegzieht, dann rechnet man das vielleicht innen auch gleich, multipliziert es sozusagen aus. Die Implikation bedeutet im Prinzip nicht oder, also ist eigentlich auch nur eine abkürzende Schreibweise, beziehungsweise wenn ich sowas wie Alpha und Beta implizieren Gamma aufschreiben will, dann könnte ich auch sagen, nicht Alpha oder nicht Beta oder Gamma. Das ist also die abkürzende Schreibweise für diesen Implikationspfeil. Quantoren kann ich nach innen oder nach außen ziehen, muss dann damit zurechtkommen, dass ich also mit Negationen arbeite, also für alle x gilt ein Prädikat p von x, ist semantisch äquivalent zu, es gibt kein x, für das nicht p von x gilt. Das heißt, wann immer ich aus einem für alle einen Existenzquantum machen will, muss ich an die Negation denken. Und die Negation kann ich aber auch so nach innen und nach außen ziehen. Also wenn ich
Eine Negation bei einem Allquanto nach innen ziehe, wird ein Existenzquanto draus, beziehungsweise wenn ich eine Negation bei einem Allquanto nach außen ziehe, wird auch ein Existenzquanto draus. Das erinnert Sie hoffentlich an die eine oder andere Vorlesung, die Sie schon mal besucht haben, im Bereich Logik oder Prädikatenlogik. Ganz nützlich, wenn man beim Tupelkalkül so ein bisschen drüber nachdenkt, was da eigentlich passiert. So viel würde ich jetzt sagen zum Bereich relationales Tupelkalkül, relationale Algebra. Im Sinne von formalen Anfragesprachen, also relationale Anfragesprachen formal gedacht. Wenn Sie keine Fragen weiter haben, würde ich als nächstes zum Abschnitt SQL wechseln.